Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Lieben, und willkommen zum, ich glaube, das wird ungefähr so der 40. Part sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so in dem Dreh. Ja, Star Wars Knights of the Old Republic. Und zwar auf Nar Shaddaa. Wir sind immer noch verzweifelnd am Suchen, beziehungsweise am Versuchen, die Exchange auf uns zu locken. Ja, also wenn wir da reingehen und sterben, ja, das wollen wir ja nicht unbedingt. Scheiße, was wollen wir denn machen jetzt? Das ist ein großes Treibstofflager, was im Besitz und zum Verkauf bereit wäre, aber er wird erst einen Frachter losschicken, wenn keine Gefahr... Also wir müssen diesen Goto ausfindig machen. Wo auch immer der sein soll. Keine Ahnung. Scheiße. Was sollen wir nur tun, mein Lieber? Was sollen wir nur tun? Für wen arbeitest du? Ah, das ist einer. Ja. Ich bin ein Agent der Exchange. Ah. Alle sagen, ich soll mich vor der Exchange verstecken, aber ich will die, ich will mich nicht verstecken. Ich will wissen, wo die sind, Mann. Kann's doch nicht sein. Fuck. Scheiße. Exchange, Exchange, Exchange. Die gute alte Exchange. Wie kommen wir denn bitte zu denen hin? Irgendwie müssen wir doch Kontakt aufnehmen können. Behinderter Bürger. Wir haben gerade eine Nachricht reingekriegt. Es gibt Ärger. Ich denke, das sollten wir uns alle anhören. Einverstanden. Wir kehren zu Ebonorg zurück. Treffen wir uns auf dem Schiff. Bis dann. Der Droide hat die Nachricht empfangen. Er kann sie jetzt abspielen. Willkommen hier. Ich bedauere, dass diese Nachricht so lange brauchte, um euch zu erreichen. Aber ich weiß erst seit kurzem von eurer Anwesenheit auf Nar Shaddaa. Ich bin Whiskys, Repräsentant eines Netzwerks für Handelsinteressen hier auf dem Schmugglermond. Ich möchte euch einladen, mich in meinem Privatlounge im Jack-Jack Tar zu treffen. Dort können wir uns ohne Störung unterhalten. Zum Glück ist das keine Falle. Wovon redet ihr? Das ist ganz offensichtlich eine Falle. Egal. Zum Glück ist das keine Falle. Vielleicht dieser Whiskys. Von Leuten wie ihm wimmelt es in den unteren Gebieten von Nar Shaddaa. Vielleicht ist es eine Falle. Aber Fallen lassen sich umkehren. Dieser Whiskys. Von Leuten wie ihm wimmelt es in den unteren Gebieten von Nar Shaddaa. Vielleicht hat er Informationen für uns. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr geht, müsst ihr alleine gehen. Ja, ich gehe. Ich werde zu ihm gehen. Also ich würde ihn nicht warten lassen. Wenn er auf dich aufmerksam geworden ist, dann sicher auch noch ein paar andere. Nun denn. Ja, bin ich mal ein bisschen allein unterwegs. Ist doch auch schön. Also jetzt doch wieder zu diesem Check-Check-Tar. Ach Leute, ich weiß nicht. Also manchmal... So. Wo war denn das nochmal? Nee. Ah, zu den Docks. Wir müssen da hoch. Ich habe keinen Bock aber zu sterben, wenn ich da reingehe. Da kommt Atten. Was willst du von mir? Habe ich dich gerufen, du Wurm? Hey, ich wollte nur sagen, sei vorsichtig. Falls was passiert, kann ich dich über den Comlink nicht erreichen. Und ich verwette meinen Arsch, dass dieser Schleimbeutel das weiß. Hey, entspannt euch. Ich werde schon damit fertig. Würdet ihr mich bitten in Ruhe lassen? Ich brauche und will eure Hilfe. Na schön. Wie du meinst. Aber ich hab dich gewarnt. Ich habe jedenfalls was Besseres zu tun. Okay. Sehr schön. Ja, wie komme ich da rein, ohne gleich zu verrecken, wenn es heißt, da drin sind so Giftgase? Wo ist dieser Jedi? Whiskys soll den zweiten Jedi haben. Haltet ihn sicher, bis Kopfgeld wächst und ihn ein Goto gibt.
um mehr Ehre zu bekommen. Hannah kennt Whiskers, den ihr treffen werdet. Whiskers sucht auch, euch zu versucht, um beide Gute zu schicken. Woher wisst ihr denn Treffen von Whiskers? Das weiß jeder. Whiskers hat den berühmten Nachricht auf ein Schiff geschickt. Man braucht nur einen richtigen Empfänger. Wenn Hannah es weiß, wissen es alle. Und? Jedi ist stark, grimmiger Krieger. Das sieht Hannah. Er riecht das Blut an euren Händen. Aber Whiskers hat einen Fehler gemacht. Er will alle Jäger auf Nashadar betrügen und jeden selbst fangen. Und ich komme in Whiskers Nähe. Und was? Wenn ich durch euren Verrat nah genug an ihn rankomme, seid ihr mir vorerst von Nutzen. Goto gibt Befehl, dem Jedi nicht zu schaden, aber nicht. Okay. Oh, wir haben den jetzt im Team. Okay, das ist sicher besser, als auf dem Schiff zu bleiben. Ein paar Drinks, um nicht einzuschlafen. Ein paar Runden Parsak, um meinen Geist wach zu halten. So kann ich Ärger vermeiden, bis unser furchtloser Anführer alles geregelt hat. Scheiße. Eine Runde Juma bitte, bis ich Stopp sage. Tja, auf dem Schiff zu bleiben war wohl doch eine dumme Idee. Also, wie heißt ihr gleich nochmal? Arbeitet ihr beiden hier? Wir sind Tänzerinnen, ja. Sklaven waren wir, aber das ist vorbei. Echt? Was ist denn mit eurem Meister? Er wurde gestorben. Wir dienen niemanden außer uns selbst. Und euch natürlich. Sagt, was wir für euch auf den Schmugglermond. Sucht ihr vielleicht jemanden, uns Nein, vielleicht? Ich bin hier, um jemanden zu beschützen. Ich soll die ganzen Leute ablenken, die hinter ihm her sind. Wie bitte? Ihr haltet uns für Killer, richtig? Wir sind keine Killer. Killer töten für Geld. Das tun wir nicht. Wir wollen nur den Verbannten. Ergebt euch oder wir töten euch und suchen uns einen anderen König. Warum versucht ihr beiden Schutters es nicht einfach? Mal sehen, was passiert. Wenn das euer Wunsch ist, werdet wir euch eben töten. Wir haben lange nicht mehr getötet. Ganz blöd. Scheiße. Okay, der ist wenigstens Level up. Scheiße. Was macht die für einen Schaden? 1 bis 12. Lichtschwert kann der nicht. Oh, Leute. Defensiv 10. Jetzt wird's schwierig. Ja, nee, wie soll ich... Oh, Leute, ich muss vor allem speichern. Ja, die haben auch noch so scheiß Schild. Ja, sicher. Ja, gut. Keine Chance. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ey, Leute. Ey, ich hätte die nie im Leben geschafft. Ey, die haben diesen scheiß Schild drinne. Ich hab zwar Minen, aber das nutze ich jetzt aus, das die da. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Jo, geil. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Na dann. Scheiße, der Blaster bringt nicht mal was. Ich hab noch Granaten hier. Wie lange haben die denn dieses blöde Schild? Ich glaube, ich müsste sogar noch mehr Granaten haben. Ja, ich habe genug Granaten. Vielleicht reichen die. Hey, was ein Glück, dass ich die da so eingesperrt habe. Oh nein. Ich
werfen einfach Granaten hier in der Kantine rum. Verdammt. Also manchmal haben wir echt Glück, wie auch damals bei dem Kampf gegen die Sith. Ja, fick dich doch. Gut, die hat wenigstens kein Schild mehr. Ja. Oh Mann, die soll diese blöden Dinger da lassen, ey. Diese Medipacks. So, jetzt Granaten werfen. So. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Das war's. Wir die Sache. Hey, also manchmal, Leute, ohne Scheiß, haben wir richtig Glück. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Wie viel habe ich denn von denen? Eine einzige. Ja. Ja, das zockt leider nichts. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ah, es zockt schon ein bisschen, was? Ah, das Schild ist weg von der. Gut. Ja, die wird sich wahrscheinlich auch zwischendurch hochheilen. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben hier. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja, ich weiß, du hast noch mehr davon im Angebot. Ja, komm. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich glaube, Scharfschütze ist gar nicht mal so geil. Was haben wir hier? Ja! Ja! Dun, 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 dun. Ey, ja, ich dachte schon, er trifft dann. Ich mach dich fertig! So, zum Glück ist das Spiel mit ein paar Fehlern ausgestattet. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Sehr schön. Hei, hei, hei. Tja, das war's. Der Waffenstillstand der Kopfgeldjäger ist vorbei. Ich fürchte, hier gibt's gleich mächtigen Ärger. Ich muss zurück zum Schiff und die anderen warnen. Ja, aber los, Edna, aber ganz schnell los. Hey, Leute, ich schwör's, ich hätte das nie geschafft, wenn die nicht dahin geblieben wären. Ich weiß nicht, warum ein Jedi hierher kommen sollte. Auf diesem Mond sind so viele Störgeräusche. Natürlich. Dadurch lässt sich ein Jedi nur schwer orten. Aber an einem Ort zu sein, an dem man in der Macht ertrinkt? Warum sollte ein Jedi das wollen? Eine einfache Frage, auf die ich mit einer Gegenfrage antworte. Warum sollte sich ein Jedi verstecken wollen? Hey, wir müssen los. Wovon redet ihr? Was ist los? Der Waffenstillstand der Kopfgeldjäger von Nar Shaddaa ist vorbei. Es wird Krieg geben. Eine Falle im Yek-Yek-Tar ist schon schlimm genug. Aber von 100 Kopfgeldjägern gejagt zu werden, ist wirklich lästig. Er sollte alleine kommen. Wir dürfen ihr Treffen nicht stören, bis der Außerirdische gesagt hat, was er weiß. Hey, wir müssen weiter. Sie sind hinter uns her, nicht hinter den Verbannten. Wenn sie hinter uns her sind, haben sie es auch auf ihn abgesehen. Wir müssen ihn retten. Ja, ihr habt recht. Da hinten sind Leute, Leute. Aber wir stecken Leute in größeren Schwierigkeiten als er. Oh, meine Lieben. Ah, die Flüchtlinge. Auf dem Landungsdeck. Habt ihr euch verlaufen? Oder vielleicht habt ihr euren kriminellen Jedi-Anführer verloren, ja? Das ist wahrscheinlicher. Ich bin Azu Zaak, Anführer der Zaak. Sehr mächtig und fähige Krieger. Es wäre sehr klug von euch, mir zu sagen, wo der kriminelle Jedi ist, und sprecht rasch. Meine Geduld ist nämlich sehr begrenzt. Was ist der Typ da? Ich habe nur sehr verstanden. Ich glaube, er wollte, dass wir den General seiner jämmerlichen Bande von Kopfgeldjägern überlassen. Ah, das würde einiges erklären. Welchen wollt ihr? Ich nehme den Dummkopf, der uns bedrohte, anstatt uns zu erschießen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Nun denn, ich nehme an, das schaffen die auch alleine. Wir sind jetzt mit dem Wookie unterwegs, oder was? Nee, das nicht. Nein, das tust du nicht, Hanha. Ich habe diesen Pfeil für dich aufgehoben, Hanha. Aber im Moment ist der Jedi wichtiger. Gut, dass ich die Dosis erhöht habe. Das Ding haut einen ausgewachsenen Ronto um. What the fuck? Hat die jetzt auf mich mit irgendwas geschossen, oder wie? Oh, Leute. Oder bin ich jetzt doch hier drin? Ich weiß es nicht. Ratten.
So, der Verband hat sich also endlich entschlossen, herzukommen. Wer regelt den Eingang des Jack-Jack-Tar? Öffnet die Sequenzer der Privatkammer. Ich treffe den Menschen dort. Ich habe euch den Jedi gebracht. Wo ist Goto? Ihr werdet entschädigt werden, Hanha. Die Falle ist noch nicht zugeschnappt. Bis dahin müsst ihr euch in Geduld üben, bitte. Oh, jetzt muss ich Visa spielen. Nicht Visa. Hallo, Mira. Ja, Mira, ne? Ich sag jetzt gar nichts dazu. Ich glaube, ich tue die mal ein bisschen, ja, doch mit Plastern. Die ist Level 7. So, das dauert jetzt ein klein wenig, Leute. Müsst ihr euch in Geduld üben. Vielleicht ein bisschen vorskippen, wenn euch das zu lange dauert. Ich werde die nämlich schnell ein bisschen ausrüsten hier. So, was haben wir da noch? Ich will die, also die kämpft auf jeden Fall mit Plaster. Oh, das dauert und dauert und dauert. Das ist halt immer das Krasse, wenn man so neue Mitglieder kriegt, muss man die erstmal vollkommen ausrüsten. Was gebe ich denn noch? Oh Gott. Ich glaube, wir haben es aber gleich geschafft. Die ist schon 16. So. Hey, jetzt komm aber. Ah, noch ein bisschen Konstitution. So. Hei. Schon cool mit dem ganzen Levelaufstieg, aber dass man das alles nachholen muss. Okay. Haben wir es geschafft. Okay. Ah, die trägt einen Schutz. Ah, nicht mal Waffen kann ich dir geben. Okay. Werden wir doch mal schauen, wo wir hier hin müssen. Chemikalienspender. Na gut. Ah, da geht's nicht durch. Da hinten auch nicht. Ah, das war eine Sackgasse hier. Ach, Leute von heute. Da geht's auch nicht durch. Ich suche Viskis. Viskis, ihr scheint wirklich ein besonderer Besucher zu sein. Geht an den grünen Toxinräumen vorbei. Ihr findet Viskis dann. Schon gut. An den grünen. Ah, hier. Die grüne Toxinräume. Hier vielleicht? Ja, kann schon sein. Ah, ihr seid ja endlich... Bitte kommt herein und legt euren Anzug ab. Die Luft hier ist euresgleichen gut verträglich. Meine Gastfreundschaft muss euch nicht erstaunen. Ich versichere euch, niemand wird euch Leid zufügen. Solange ihr mein Gast seid und ihr... Ah, ihr denkt, wir sind der Jedi. Du
hast gute Augen, Hanhar. Kein Wunder, dass du auf Nar Shaddaa immer noch die Nummer 2 bist. Ganz ruhig, Hanhar. Es gibt keinen Grund, Gewalt anzuwenden. Ich entnehme eurer Enthaltung, dass ihr nicht der Jedi ist, den ich eingeladen habe. Für mich sehr menschlich irgendwie. Würdet ihr mir vielleicht erklären, was ihr die Ehre eures Besuchs verschafft? Blablabla. Und ja, wie ich und vielleicht finde. Möchtest du uns erklären, warum du Goto in den Rücken fällst und den Jedi selbst erledigen willst. Ah, was für ein bemerkenswertes Beispiel, menschliche Arroganz. Ihr wisst längst nicht alles, was ich weiß. Erstens, Goto hat keine Ahnung, was in Jack-Jack Tark passiert. Das habe ich irgendwann zufällig bemerkt und seitdem unzählige Male verifiziert. Zweitens, ich arbeite nicht für Goto, nicht mehr. Hanhar und ich haben eine Vereinbarung, um Goto loszuwerden und Vogger dafür ein hübsches Sümmchen auszuknüpfen. Du arbeitest für Vogger the Hutt? Viscus, du bist dümmer, als ich dachte. Das erfährt Goto doch todsicher. Das wäre durchaus möglich, aber es ist ein Risiko, das ich einzugehen bereit bin. Doch anstatt den Maulwurf einfach zu eliminieren, hat er uns seine Wut beschlossen, die Quelle bla bla bla. Unglücklicherweise zeigt sich Goto nur selten in der Öffentlichkeit. Das hat Vogar mit Hanhar bei der Versammlung von Gotos Yacht auch gemerkt. Ständig nur Gotos Hologramm. Ständig. Aber ich denke, ein Jedi würde sich Goto offenbaren. Und wenn das passiert, werde ich zuschlagen. Natürlich wird er sich dir zu erkennen geben und unverschämt genug ist, mit dem Geschäft zu machen. Also sag mir bitte, wo der Jedi ist. Ich bin ja, nicht stimmt. In der Stimmung. Ich sag dir nicht, wo der Jedi ist. Das ist mein Kopfgeld, also steht er unter meinem Schutz. Wie vorhersehbar. Gut. Schafft sie weg. Ich fürchte, wir bekommen heute keinen Jedi. Hanhar, bitte ganz ruhig. Der Jedi war unterwegs hierher, als er abgelenkt wurde. Wir müssen uns in Geduld üben. Falls er ein Jedi ist, wird er versuchen, sie zu befreien. Falls nicht, wird er kommen, um sich mir zu unterhalten. Irgendwie werden wir uns schon einigen. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir haben diesen Giftpfeil anscheinend abbekommen. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Die Benommenheit, die ihr spürt, sollte bald von euch abfallen. Aber nicht, bevor wir uns unterhalten haben. Als ich zum ersten Mal hörte, dass ihr auf Nar Shaddaa seid, konnte ich es fast nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden könnte. Aber ich habe euch wohl unterschätzt. Ich habe euch auf eurem Weg durch den Flüchtlingssektor beobachtet. Ich habe gesehen, was ihr getan habt, was ich nicht tun wollte. Sogar als Verbannter seid ihr ein besserer Jedi als ich. Jedenfalls solltet ihr wissen, dass ihr mich überzeugt habt, nicht länger tatenlos zuzusehen, während sich die Exchange dieses Sektors bemächtigt. Ich weiß, dass eine junge Frau Viscus an eurer Stelle treffen wollte. Er wird nicht mit ihr verhandeln. Er wird sie töten. Ich habe vor, sie zu retten. Ich komme bald wieder. Oder gar nicht. Wenn ihr auf diesen Mond gekommen seid, um Antworten zu finden. Oder Rache. Dann werdet ihr mir folgen. Denn wenn ich versage, bekommt ihr weder das eine noch das andere. Okay. Noch krass. Haben wir endlich diesen Jedi-Meister gesehen. Ah, hier sind wir, wo diese Drucktür war. Ja, waren wir gar nicht so weit entfernt von dem. Du hast Zek-Zek Kel-Ei auf dem Nar Shaddaa getroffen. Allerdings hat Miras Gift eine Unterhaltung verhindert. Anscheinend musst du dich erst um Mira kümmern, bevor du ihn suchen kannst. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt in das Check-Check-Tek-Tek-Check-Tek-Tek-Ta. Ne? So. Schauen wir doch mal. Ich hoffe, mich hält niemand auf. Ich kann nicht zufällig Crewmitglied hinzufügen? Nee, mit dem Miras im Team? Interessant. Ja, da drin ist natürlich jetzt alles so Gift und so ein Scheiß. Haben wir... Wäre natürlich cool, wenn ich zufällig eine Atemmaske hätte. Beatmungsmaske. Immun gegen Gift. Jo, Leute. Ich sag nur... Nimm wir doch. Sehr schön. Ich habe auch übrigens so eine Mod eingeschaltet, dass wenn ich so Helme und Masken anziehe, dass die nicht sichtbar sind. Weil die nicht besonders hübsch hier in Star Wars aussehen. Ich hoffe, die Atemmaske bringt was.
Ah, endlich ist es soweit. Ich dachte schon, ich muss noch mehr Zeit und Ressourcen vergeuden, um noch einen Köder auszulegen. Aber der Jedi ist ohne Schutzanzug gekommen. Wirklich sehr mutig. Mögen die Dämpfe des Jack-Jack-Tar den Jedi für uns überwältigen. Hört mir zu. Lehrt eure Gedanken. Versuche, bei Bewusstsein zu bleiben. Hört auf zu atmen. Nährt euch an den winzigen Luftreserven in euren Lungen. Die Macht hält euch am Leben. Ja. Lauscht der Macht. Ja. Lasst euch von ihr am Leben halten, bis ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Du hast eine noch neue Machtfähigkeit gelernt, Atemkontrolle. Sie schützt dich vorübergehend vor Giften. Boah, Leute, wie ich aussehe. Kostet allerdings Macht. Es ist eine alte Technik, ähnlich der heilenden Trance. Viele Jedi können ihren Atem Stunden oder Tage anhalten. Sehr schön. Der Jedi ist stark. Nicht einmal die Luft dieses Ortes vermag ihn zu fällen. Diese Feinheiten begeben mich zu langweilen. Diese Feinheiten sagt allen, dass der Jedi, der wahre Jedi, eingetroffen ist. Sie sollen den Jedi als Jedi stoppen können. Er schneidet sie spielend durch. Hanha, verkauf mich nicht zum Narren. Sie können den Verbannten nicht töten. Sie können ihn nur schwächen. Aber schweigt und lasst uns alles weitere auf dem Monitor verfolgen. Mit der Fähigkeit Atemkontrolle oder... Meine lieben Freunde. Los geht's. Ich räume jetzt erstmal hier in aller Ruhe ein bisschen auf. Keine Chance. Sehr schön. Dafür habe ich auch die Atemmaske. Jetzt kannst du ein bisschen schneller hier. Ganz viele Überreste. Oh Gott, ich will das nicht alles plündern hier drin. Ja, nee, das brauche ich alles gar nicht. Ist da noch was? Ja, hier ist noch was. Los geht's. Boah, Leute, keine Chance, wenn ich so unterwegs bin. Yeah, was willst du noch, du Bastard? Keine Chance gegen einen wahren Sith. Weiter geht's. Jetzt kommen wir in diesen kleinen komischen grünen, zu diesen grünen Männchen. Thank you.
Ja, sehr gut. Ich dachte, die wollten mich irgendwie schwächen oder so. Ich sehe da nichts, was mich schwächt. Ey, macht richtig Fun, die alle hier abzuschlachten. Der Verwandte ist weit gekommen, zu weit. Der Jedi ist ein Jäger. Ihr habt einen Köder ausgelegt und sitzt nun in der Falle. In der Falle? Nein, nein, nein. Wie ihr wisst, verlaufen unter dem Jack-Jack-Tar viele Rohre und Schächte. Ihr habt Mira einst durch einen der Schächte gejagt. Es ist also wahr, ihr habt unter dem Jack-Jack-Tar eine Basis, um den Jedi in die Falle zu locken. Ach, scheiße. Sehr einfach, um den Jedi zu fangen. Wir werden einfach warten, bis die Gazi... Dann werdet ihr euch eurer Basis folgen. Oh, in der Tat, Anna. Gegen diesen Feind kämpfen wir Seite an Seite. Aber es gibt keinen Grund, warum wir noch hier bleiben sollten. Wir werden... Ach, er hat Schiss vor uns, der Pisser. Der hat Schiss vor uns. Easy. Los. Ach Gott. Na los, kommt. Die machen ja nicht mal richtig Schaden. Nur gratis XP für mich. Keine Ahnung, wie ich so schnell die Attacken jetzt hintereinander machen konnte. Ah, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Anführer gewesen gerade. Glaube ich zumindest. So, so, will der mich einfach in eine Falle locken? Nicht mit mir. Schnell mal Medic. Neues Nier. Ich tue auch mal abspeichern, schnell. Boah, ich habe Hätten. Nicht mehr, am Ende stürzt mir noch das Spiel ab oder aus irgendeinem Grund. Okay, meine Lieben. Ich denke, oh Leute, guckt euch das an. Wir sind wieder weit gekommen. Wir werden den Part an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Star Wars Knights of the Old Republic. Ich werde jetzt gerade im Anschluss den nächsten Part schon wieder aufnehmen. Und bis dahin haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.